Lufthansa reaktiviert den Airbus A380. So klingt einfach die Pressemitteilung der Lufthansa. Ich gebe euch ein paar Hintergrundinformationen, die News, welche Ziele zur Frage stehen und vor allem, was passiert bis Sommer 2023, weil es heißt Einsatz voraussichtlich ab Sommer 2023. Mein Name ist Lars und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute bringe ich euch mehr Aviation News und ganz, ganz wichtig, denkt dran, auch wenn ihr die Freude für die Wiederkehr des A380ers in euren Fingern kribbeln habt, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten, lasst uns ein Like da. Das war gestern die Meldung des Tages. Ich bin selber auch überrascht worden nicht. Ich habe nicht gedacht, dass das so schnell bekannt gegeben wird. Wir haben es ja auch schon berichtet, weil die Spatzen es von den Dächern gepfiffen haben. Lufthansa reaktiviert den A380. Die Sendung wird immer aufgenommen so 2, 3, 4 Stunden vorher und dann brauche ich den Vorlauf, um die Sendung zu bearbeiten und dann hochzuladen. Dann braucht YouTube immer noch etwas, um das Ganze zu bearbeiten. Und je nachdem dauert das manchmal länger oder weniger. Deshalb einfach gestern diese Meldung nicht. Heute machen wir dafür eine Sondersendung, auch mit ein bisschen mehr Inhalten als normal. Heißt also, ich gebe euch mal ein bisschen Background-Informationen zum Airbus A380 und jetzt von der Lufthansa. Lass uns doch einfach mal in der Historie zurückgehen. Es war fast 13 Jahre ist es her, dass der erste A380 einen Rollout hatte. Er ist in Toulouse ausgerollt, damals noch in grün, ihr seht das Bild, und das war 2009. Das Flugzeug ist halt unlackiert, man nennt so etwas grün, da war gar nichts drin und es war 3 Jahre zu spät. Ja, wir erinnern uns, damals gab es auch Flugzeugverspätungen und das ist der Grund gewesen, warum man da Flugzeuge bestellt hat. Die erste Bestellung waren angeblich 15 Flugzeuge, ich kann das selber nicht bestätigen, aber 14 sind es dann am Ende ja doch noch geworden. Das erste Flugzeug war die Delta Alpha India Mike Alpha. Ich erinnere mich noch, wie wir bei Lufthansa im Hangar waren, haben uns das ganze Flugzeug angeguckt. Die First Class war abgeklebt und ich hatte damals schon bemerkt, dass der Monitor in der First Class einfach zu klein, zu pixelig ist. Aber nichtsdestotrotz, das Flugzeug ist ja dann auf den Namen Frankfurt am Main getauft worden. Die Mike Bravo ist ja dann München geworden. Lustigerweise ist ja die München heute ein anderes Flugzeug. Und dann sagte der lustige Herr Franz, wir erinnern uns noch, als er CEO war, dass das Flugzeug natürlich umweltfreundlich und weiß der Geier, was alles ist. Lasst uns mal einfach einsteigen in die Thematik des Flugzeuges bei der Lufthansa und nochmal auf die Konfiguration eingehen. Einmal die Konfiguration natürlich ist, dass man 8 First-Class-Sitze in einer 1-2-1-Konfiguration hat, 78 Business-Class-Sitze in einer 2-2-2-Kombination und dann 52 Premium-Economy-Sitze in einer 2-4-2-Konfiguration. Und logischerweise 343 ist die Economy Class, also alles sehr cozy, wie man im Englischen sagt. Und man hat damals bei der Lufthansa sehr viel Wert auch gelegt auf das Bad. Das Bad hat das erste fliegende Pissoir. Warum erwähne ich das? Ganz einfach deshalb, weil Sir Timothy Clark, Tim von Emirates Airlines, der CEO, den ich wieder gesehen habe auf der ILA in Berlin. Auf jeden Fall ist es halt so, dass dort die Innovationen nicht so waren. Und das ist der Grund, warum Emirates einfach sagte, dass die ganzen europäischen Fluggesellschaften dieses Flugzeug nicht richtig bedienen. Lufthansa hatte da auch Probleme, das Flugzeug voll zu bekommen. Besonders im Sommer gibt es da Probleme. Im Winter ist das weniger das Problem. Deshalb für alle Leute, die sagen, ja, können die nicht rechnen, können die nicht gucken. Ja, das Problem wird halt immer... Das Problem ist halt, dass die Flugzeuge nur temporär voll sind, die 380er, und den Rest des Jahres hat man halt voll das Problem, die Flüge voll zu bekommen. Also insofern hoffe ich, dass das, was mir gestern auch jemand geschrieben hat, gestern haben mir viele davon geschrieben, na siehst du und so weiter und so fort, ja, hey, no problem.
geschrieben, ja, ich glaube auch, dass viele das buchen werden, weil es einfach der A380 ist. Ja, ich gehe davon aus, dass dem auch so sein wird, aber man muss halt der Ehrlichkeit halber sagen, wir sind Flugenthusiasten, wir sind Flugfetischisten und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das bei den Fluggesellschaften da dann auch so weitergeht. Lasst uns dann doch einfach mal schauen, was es dann weiter zu sagen gibt zum Flugzeug. Warum dauert das bis Sommer 2023? Man braucht, wenn man die 6+2-Lösung macht, also 6 Flugzeuge plus 2 Spare, braucht man 1000 Mann Besatzung, so ungefähr als Daumenwert. Und die sind halt nicht verfügbar am Markt. Die eigenen Flugzeuge kriegt man nicht voll, dann wird man halt auch den 380er nicht voll kriegen, auch wenn Crews vielleicht mehr gewillt sind, auf dem 380er zu fliegen. Wobei ich aber auch von Crew gehört habe, dass der 380er zum Arbeiten nicht unbedingt so hübsch sein soll. Der Bericht geht ja dann weiter oder die Pressemitteilung, dass man halt die 380er in die Luft bringt, weil die 777 zu spät gekommen ist. Warum? Ganz einfach, die haben natürlich Probleme in Amerika mit der 777X. Und man hatte dann ja die 777-300er ER ins Auge gefasst, aber anscheinend konnte man sich da auch nicht über den Preis einigen. Wir sollten einfach froh sein, dass Carsten Spohr sich selber da korrigieren musste. Er hatte ja im Spiegel und auch noch vor anderer Zeiten gesagt, der kommt nie wieder. Es hat ja auch keiner vor, eine Mauer zu bauen. Also insofern war das Thema tot, bis dann halt Bewegung reinkam. Und dann kam Carsten Spohr und sagt, ja, wir gucken uns das mal an. Und das ist ja seine Aufgabe als CEO, sich das anzugucken. Und er hat lange genug geguckt und hat jetzt gesagt, das funktioniert. Jetzt gibt es natürlich 2 Mutmaßungen. Die Mutmaßung 1 ist natürlich, es liegt nicht unbedingt an der 777X, weil die zu spät kommt, sondern man braucht einfach grundsätzlich das Flugzeug. Ein Beispiel wäre sowas wie zum Beispiel der Amsterdamer Flughafen. Ich hatte es ja gestern gesagt, die fangen an, dass sie anfangen, Capacity Restraints zu machen. Das heißt also, dass sie zum Beispiel sagen, von 5000 Bewegungen, die wir erlauben, wollen wir 60.000 runterziehen ab 2024 und möchten nur noch 440.000 zulassen. Das ist natürlich ein Problem, dann braucht man dieses Flugzeug. Tim Clark hat ja auch gesagt, dass die Flugzeuge, die da sind, sind zu klein. Man braucht 2,5 787er, um einen Airbus A380 zu ersetzen. Dann gut Glück in Sydney oder sonst wo in London da mal zu landen mit. Wenn du 2,5 Flugzeuge brauchst, aber du mit einem das machen kannst. Das sind also die Gründe, warum die Lufthansa die geholt hat, weil sie es einfach brauchen. Ob jetzt die 777X der Hauptgrund ist, ich weiß es nicht. Ist mir auch am Ende des Tages egal. Mir ist es auch egal, ob Boeing Geld zahlen muss, Kompensationen zahlen muss. Das Flugzeug kommt wieder und ich glaube, dass das einfach richtig und wichtig ist. Von den 14 Stück, die man hat, hat man ja 6 Stück wieder an Airbus zurückverkauft. Nicht, dass man die vielleicht nicht zurückbekommen könnte, weil irgendwie sind die ja immer noch so da bei Lufthansa, wie sie da geparkt worden sind, in Teruel zum Beispiel. Ich glaube persönlich aber, was viel spannender ist, ist das Ziel. Und da gab es ein Townhall-Meeting in Singapur. Ich muss mal gerade die Nachricht mir ziehen. Ich habe das jetzt leider nicht richtig drauf. Ich muss mal gucken. Da wurden auch die Ziele genannt. Die Ziele sollen natürlich logischerweise in Asien sein. Das muss man natürlich dann auch sich genauer angucken. Und zwar lasst mich euch da die Ergebnisse nennen. Ich suche es gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich das weggeklickt habe vor lauter Glück. Sonst bin ich doch immer so gut vorbereitet. Und zwar, da seht ihr mal live, wie das so funktioniert. Semi-live, ich weiß, kommt ja später. Also, der Singapur geht im Winter wieder auf die 747-8. Das ist das eine. Dann stärkerer Fokus auf Asia Pacific. Man überlegt gegebenenfalls Eurowings Discover nach Kalkutta, Hyderabad und oder Vietnam einzusetzen wegen der besseren Kostenstruktur. Man schaut sich das halt einfach alles genau an. Und der 380 dann höchstwahrscheinlich in den 6 Maschinen, so ist es halt. Und dann von München aus auf Asienrouten, ganz genau. Also das heißt, der 380er geht nach München auf Asienrouten, weil gerade in München die First Class natürlich etwas schwächer besetzt ist. Es gibt die 340-600er, es gibt die 350er, die ja die erste Reihe First Class kriegen sollen. Und dann kommt der 380er. Und jetzt kommt eine andere Geschichte, die da
spannend ist in meinen Augen. Es gibt ja auch das Scheißhausgerücht, dass die 380er retrofittet werden. Retrofit heißt in der Aviation, dass ein Flugzeug mit den alten Sitzen neue Sitze bekommt oder ein neues Interior bekommt. Und das wird hier gerade überlegt, ob da eine neue First Class eingebaut wird, ob die neue Business Class kommt. Und wenn das passiert, dann ist der Einsatz für die 380er jetzt nicht eine Sache, die man so ab 2023 mal so eben laissez-faire macht für so ein paar Monate, ein Jahr, zwei oder sowas, sondern dann wird das eine langfristige Operation. Und wenn wir Glück haben, bleibt der 380er länger in der Lufthansa-Flotte, als es je für möglich gehalten wurde. Ich persönlich finde das sehr positiv. Ich finde das tipptopp, dass das so ist. Ich mag den 380er. Es ist jetzt nicht so, dass ich nie den 380er zurückhaben wollte, sondern es war einfach und ist einfach von den Zahlen her sehr, sehr schwierig. Und das ist halt das Hauptproblem. Also es geht sich nicht darum, dass ich das Flugzeug nicht mag, sondern es geht einfach darum, dass die Zahlen, die dahinter stecken, Riesenprobleme bereiten können. Weiß kann nicht jeder Flughafen angeflogen werden. Wir erinnern uns, dass 380er-Zertifizierung von Flughäfen brauchte und. Also insofern schauen wir einfach mal nach, wann wir mit dem 380er fliegen können. Freuen wir uns darauf, dass ab Sommer 2023 der 380er wieder auf Strecke geht. Und in meinen Augen ganz, ganz wichtig und spannend ist hier das Thema, freuen wir uns. Danke, dass ihr heute bei der Frequent Traveler TV Takeoff-Sendung dabei wart und da halt auch eure Inputs bekommen habt. Dadurch sollten wir aber auch nicht vergessen, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem kommentiert. Ich denke, das heutige Thema lädt auch wieder zu vollen Kommentaren ein und die Bilder vom 380er, die ich zwischendurch so eingespielt habe, machen ja wieder Lust auf 380er fliegen. Danke euch und bis morgen bei Frequent Traveler TV Takeoff. Also, tschüss.